Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Nimm dir hier gerne erstmal einen kurzen Moment anzukommen, atme einmal tief ein und tief aus und schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir Zeit miteinander verbringen können. Denn heute wartet ein neuer Power Talk auf dich. Und zwar nicht nur irgendein Power Talk, sondern heute wartet ein spiritueller Power Talk auf dich. Also mach dich gefasst auf eine ordentliche Ladung Spiritualität in dein Herz. Und meine Intention ist mit diesem Power Talk heute, dich daran zu erinnern, wer du bist, dich daran zu erinnern, woher du kommst und warum du hier bist, dich daran zu erinnern, dass du so viel Weisheit in dir trägst, so viel Kraft, so viel Liebe und genau, alles Weitere gleich im Power Talk. Ich will hier nichts spoilern, aber genau, meine Intention ist einfach, dich wieder mit deinem Urvertrauen zu verbinden und ich freue mich sehr, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst, den Power Talk anzuhören. Wie immer bei meinen Power Talks, schließ gerne dann gleich die Augen dafür und lade dich einfach auf mit dieser Energie. Speichere den Power Talk natürlich auch sehr, sehr gerne ab, denn meine Idee oder mein Wunsch mit den Power Talks ist es, dass du damit die Möglichkeit hast, wenn du es brauchst, wenn du Laura in deinem Ohr brauchst, wenn du jemanden brauchst, der dir Mut zuspricht, der dir Hoffnung zuspricht, der dich an dich selbst erinnert, dann ist meine Idee, dass du dir diese Power Talks anhören kannst und dass du sie dir vielleicht irgendwo abgespeichert hast und sie dir immer wieder einfach reinziehen kannst, quasi, wenn du es brauchst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt los. Finde einen bequemen Sitz oder auch wenn du gerade vielleicht irgendwie durch die Stadt läufst, ist vollkommen egal. Bleib vielleicht kurz stehen, schließ deine Augen oder mach einfach das, was sich für dich richtig anfühlt, okay? Los geht's mit deinem Spiritual Power Talk. Spüre jetzt in dich hinein. Spüre in dein Herz. Spüre in dieses pochende, weise Herz, das du in deiner Brust trägst. Spüre in diese Vibration, die jedes Schlagen deines Herzens in deinem ganzen Körper auslebt. Und dann erinnere dich daran, was diesen Herzschlag, diesen ersten Herzschlag ausgelöst hat. Dieser erste Herzschlag in deinem Körper von deinem wundervollen, wunderschönen Herzen wurde ausgelöst, weil du, deine Seele, sich vor vielen, vielen, vielen Jahren in einer ganz anderen Dimension und Zeit, an einem ganz anderen Ort, wo alles Liebe ist, dafür entschieden hat, in genau diesen Körper zu kommen, in genau dieses Leben zu kommen, auf genau diese Welt zu kommen, auf der du jetzt gerade bist. Erinnere dich daran, dass alles in diesem Universum wie mit einem goldenen, weisen Faden miteinander verbunden ist, dass es keine Zufälle gibt, sondern dass du jetzt gerade hier bist, dass du in diesem Körper bist, dass du in diesem Leben bist. Das war eine Entscheidung, die du auf einer höheren Ebene getroffen hast. Und du hast dich entschieden, in dieses Leben zu kommen. Du hast dich entschieden, mit all diesen Herausforderungen, die dir begegnen werden, zurechtzukommen. Du hast dich entschieden, dass du hier hinkommen möchtest, weil du wachsen möchtest, weil du dich selbst erfahren möchtest, weil du dich selbst hier als dieses wundervolle, weise, spirituelle Wesen, das du bist, als dieses göttliche Selbst, hier in diesem Leben, in diesem menschlichen Leben erfahren möchtest. Dass du dich erfahren möchtest in all diesen Gegensätzen, dass du dich erfahren möchtest mit all den Gefühlen von Angst über Wut und Liebe bis hin zu Ekstase, Begeisterung und Liebe und Freude. All das hast du gewählt. Du hast gewählt, hier zu sein. Erinnere dich bewusst jetzt an diese Wahl. Erinnere dich daran, dass du gewählt hast, dich hier zu erfahren. Und dadurch, dass du genau das gewählt hast, dich hier zu erfahren in diesem Leben, bedeutet auch, dass du alles schaffen wirst.
dass dieses Leben nicht gegen dich ist, niemals gegen dich war und auch niemals gegen dich sein wird, sondern im Gegenteil. Dieses Leben ist für dich. Es ist deins. Es wurde dir geschenkt, deiner Seele geschenkt, um dich erfahren zu können, um hier wachsen zu dürfen, um Entscheidungen treffen zu können, um auch schwierige Erfahrungen zu machen, um darin wählen zu dürfen, wer du sein möchtest, um wählen zu dürfen, Liebe zu sein, um Vergebung zu wählen, um Güte zu wählen, um Weisheit zu wählen. Erinnere dich daran, dass deine höchste Schwingung, deine höchste Vibration, dein ganzes Sein auf dieser spirituellen, geistigen Ebene beginnt. Dass alles auf der geistigen Ebene beginnt. Mit jedem Gedanken, mit jedem Gefühl formst du deine Realität. Erinnere dich an deine unendlich schöpferische Kraft. Erinnere dich daran, dass ja, manchmal so schwierige Dinge im Außen passieren und die Welt ein so chaotischer Ort ist. Aber erinnere dich jetzt auch daran, dass du die Wahl hast, wie du damit umgehen möchtest. Dass du dem größten Chaos mit der größten Ruhe begegnen kannst. Dass du dem größten Konflikt im Außen mit dem größten Frieden begegnen kannst. Dass du dem größten Schmerz in deinem Herzen mit der größten Heilung begegnen kannst. Dass du die größten Schatten in dir, die du vielleicht weghaben möchtest, mit Liebe umarmen kannst. Erinnere dich daran, dass Liebe alles heilt. Dass du heilen darfst. Erinnere dich daran, dass du ganz bist. Dass du vollkommen bist. Du bist vollständig. Es fehlt dir an gar nichts. Du musst dich nicht verstecken. Du musst dich nicht verstellen. Im Gegenteil. Erlaube dir, dich daran zu erinnern, wer du bist. Höre meine Stimme. Erlaube dir, dich daran zu erinnern, wer du bist, wer du wirklich bist. Spüre in die Großartigkeit deiner Seele. Spüre in all die Leben, die du bereits gelebt hast, all die Leben, die du noch leben wirst. Und erinnere dich daran, dass der Moment jetzt hier in diesem Augenblick dieser Moment ist alles, was du jetzt gerade hast. Und der nächste Moment bestimmt, wie du dich im Moment danach fühlen wirst. Werde dir darüber bewusst, dass du selbst erschaffst, wie es dir geht. Und triff jetzt in diesem Moment, in diesem kraftvollen, wunderschönen Moment, in dem du jetzt gerade bist in deinem Leben, die Entscheidung, dich zu lieben. Dich zu lieben. Du warst so lange so hart gegen dich. Du hast dich so lange so klein gemacht. Du hast so lange gedacht, dass du kämpfen musst, dass das Leben irgendwie schwer sein muss. Und erinnere dich jetzt daran, das muss es nicht, sondern im Gegenteil. Liebe dich, ehre dich, wertschätze dich, heile dich, werde vollständig. Vollständig als dieses wundervolle Wesen, das du bist. Und ja, das Leben ist manchmal schwierig. Aber nicht, weil es gegen dich ist, sondern weil es dich liebt. Weil es weiß, dass die Herausforderungen, die dir begegnen, in dir Seelenaspekte hervorheben werden, herauskristallisieren werden, wie bei einem Diamanten unter Druck, der geschliffen wird, der dann entsteht, umso mehr Druck da ist. Erinnere dich daran, dass das Leben aus dir einen Diamanten macht, weil es weiß, dass du in Wahrheit ein Diamant bist. Und jede Herausforderung, die dir begegnet in deinem Leben, jeder Schmerz, der dir begegnet, ist in Wahrheit nichts anderes als die Erinnerung daran, dass du all diesen Staub von dir abklopfen darfst. Denn darunter ist dieser Diamant. Darunter ist dieses Gold, das du bist. Darunter ist die Liebe, die du bist. Sie war nie weg. Und alles in dir, jede Zelle in dir sehnt sich nach dieser Liebe. Liebe dich. Liebe wieder dieses Leben. Sag ja. Sag ja zu dir. Denn das ist die schönste, wertvollste Liebesbeziehung, die du jemals in deinem Leben führen wirst. Spüre hier nochmal in dein Herz.
Sag ja zu dir. Erinnere dich. Erinnere dich daran, wie sehr du geliebt bist und wie sehr du deine Liebe verdient hast. Mehr als alles andere in diesem Universum. Dann atme hier noch einmal tief ein. Tief aus. Und wenn du soweit bist, öffne deine Augen. Blick raus in die Welt. Als ein neuer Mensch. Als ein Mensch, der sich erinnert an all diese Liebe, die in dir ist. Und geh heute in deinen Tag und strahle diese Liebe nach draußen und nach innen. Und du wirst sehen, es werden dir die schönsten Wunder begegnen. Und ich danke dir sehr, dass wir hier diesen Moment miteinander teilen durften. Danke dafür, ja, deine Rückverbindung zu dir selbst. Speicher dir diesen Power Talk ab, hör ihn dir immer an, wenn du ihn brauchst. Und fühl dich von Herzen umarmt. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir uns nächsten Montag am 22.11. abends sehen, denn da werde ich in diesem Jahr mein wahrscheinlich letztes Online-Live-Webinar geben. Es ist komplett kostenlos. Es ist eine Einladung von mir an dich, wo ich gerne mit dir tief in deine Selbstliebe eintauchen möchte, mit dir eine Verbindung, eine Meditation machen werde, um dich auf noch tieferer Ebene mit deiner Selbstliebe zu verbinden. Ich werde ein Q&A machen und wir werden einen wunderschönen Abend haben rund um das Thema Selbstliebe, Selbstwert, Selbstbewusstsein, denn damit fängt einfach alles an. Und wenn du da gerne dabei sein möchtest, findest du den Link zur Anmeldung zu dem kostenlosen Live-Webinar natürlich in den Shownotes unten. Und ich freue mich so sehr, wenn du dabei bist. Und natürlich kriegst du auch danach die Aufzeichnung, falls du da abends keine Zeit hast. Also, Baby, 22.11. abends. Ich hoffe, wir haben ein Date. Ich freue mich auf dich. Und let's do it. Let's bring the love into the world. Okay? Bring sie raus. Strahl sie raus. Es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste. Deine Laura.